Herzlich willkommen bei Mini Paradise auf unserem YouTube-Kanal zu einem neuen Warhammer 40k Battle Report und ein ganz besonderer Tag. Der allererste Gast, also man kann es ja eigentlich nicht Gast nennen, du gehörst ja jetzt mittlerweile schon immer noch zum Inventar und auch wird auch so bleiben. Der Nino ist da. Ja, Nino, es freut mich sehr. Ja, mich auch. Und ja, wir haben uns gedacht, wir spielen heute nochmal ein kleines Ründchen, ne? Also, die Leute von euch, die den Würfelsportfreunde-Kanal noch kennen, die wissen mit Sicherheit, wer der Nino ist. Und ja, dann dachten wir, an einem schönen Samstag, das Wetter ist draußen nicht so gut, dann zocken wir heute mal eine Runde. Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Das Jahr mal so ein bisschen ausklingen lassen. Ja. Ist mein letztes Spiel dieses Jahr, ich komme nicht mehr, als du sagst. Ach so, ja gut, du bist ja natürlich dann auch nochmal im Warmen. Ne? Ja. Ekelhaft. Neid macht sich breit. Dafür muss ich dich heute vom Feld fehlen. Nein. Das Chaos wird dagegen halten. Ja, was spielen wir heute? Im Fokus stehen die da, also Imperial Knights mit so ein bisschen Battalion Adeptus Mechanicus gegen die Chaos Space Marines, speziell die Emperor's Children wieder mal. Ja, mit dem Bang-Bass. Jawohl. Seht ihr gleich. Ja, als Mission haben wir uns was ganz Standardmäßiges ausgedacht. Malstrom, die gleich die erste Mission, also immer auf drei Karten dann aufziehen. Und entsprechend, es gibt natürlich ganz normal Linebreaker, First Blood, Kill, Slay the Warlord. Und Linebreaker hat sie gesagt, ne? Ja. Waren alle, glaube ich, dabei. Irgendwie sowas, auf jeden Fall. Kriege ich als ich. Ja, mal gucken, wenn du. Ich habe ja immer so ein bisschen Kartenpech. Also selbst wenn ich dann auf dem Feld dominiere, das war zum Beispiel auch einmal bei uns so. Ja. Auf dem Feld das dominiert war und dann ein Grey Knights Spiel gegen Admech oder so. Ich hatte glaube ich noch einen Dreadnought am Ende, habe das Spiel aber nach Punkten massiv gewonnen. Ja, das ist echt. Ja, ist manchmal dieses, aber hoffentlich heute ausgeglichen. Da steckt man nicht drin und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, um einfach auch mal zu sagen, dass wir in Zukunft immer mal Ars Bellica spielen werden. Mhm. Kenn ich noch nicht, muss ich noch lesen. Es ist halt kompetitiv, es ist wirklich. Ja, ich sag mal so, man sucht sich im Prinzip so ein bisschen die Missionen aus, die auf die Armee zugeschnitten sind und so. Okay. Und also da gehen wir einfach nochmal im Genaueren drauf ein. Auf jeden Fall werden wir das mal machen. Und du weißt ja auch, dass wir ja so eine interne Liga hier starten. Und da werden wir das auf jeden Fall auch spielen, so ein bisschen abgeändert. Also das ist, ich denke, das ist ganz cool und wir sollten damit mal anfangen. Und hier haben wir auch nochmal so Änderungen, wo dann, ich sag mal so, die Knights im Ganzen wieder spielbar werden, weil du derzeit ja nur eine titanische Einheit reinbringen darfst und zwingend ein Battalion nehmen musst. Aber egal. Ja, im Zuge dessen, dass Nino heute der erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gast ist, also bist ja mittlerweile ein Freund und auch wenn wir uns am Anfang mal auf dem Parkplatz kennengelernt haben, also das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, ist Warhammer war der Hintergrund, ich habe deine Death Guard damals gekauft und ja, dann hat sich das irgendwie wunderschön entwickelt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja. Ich bereue nichts. Das ist gut, das ist gut. Auf den Parkplatz treffen. Auf den Parkplatz treffen. Der beste meines Lebens. Hat nie. Ne, wen trifft man sonst auf dem Parkplatz? Ja, war dunkel, kalt und wir haben uns auf dem Parkplatz getroffen. Und dreckige Minis verkauft. Dreckige, Nörgel. Ja, im Zuge dessen würde ich ganz gerne nochmal, ich sag mal, kundtun, dass wir jetzt in Zukunft immer Gäste empfangen. Das wird, ich sag mal ganz vorsichtig, so ein bisschen exklusiv. Also wenn ihr Interesse daran habt, uns herauszufordern, gerne natürlich auch Nino und mich, wenn ihr wollt. Ansonsten ist der Kai natürlich als Warhammer 40k Rückgrat noch mit dabei und Marcel und Manuel steigen natürlich auch frisch in das Thema 40k ein. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, uns herauszufordern, zu zweit, alleine, wie auch immer, meldet euch unter kontakt@miniparadise.de. Und da gibt uns vielleicht so ein paar Daten, dass wir das eintragen. Wir haben jetzt noch kein explizites Buchungssystem irgendwie auf unserer Homepage. Aber wir würden dann einfach ein bisschen den E-Mail-Verkehr irgendwie fortführen und dann einfach einen gemeinsamen Termin machen. Da wir natürlich jetzt einen Laden eröffnet haben und so die Zeit immer so ein bisschen, ja, es ist halt das höchste Gut der Menschheit und es ist manchmal auch rar gesät, da müssen wir uns einfach finden und das würden wir dann einfach per E-Mail abklären, dass wir dann irgendwie ein gemeinsames Datum finden und dann kommt ihr hierher, vorzugsweise freitags oder samstags abends, dann essen wir schön was zusammen, dann machen wir den Laden dann irgendwann zu, dann können wir auch gerne mal ein Bierchen trinken, einfach einen schönen Abend haben und eine Runde zocken und würden dann einen Battle Report mit euch drehen. Also wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch unter kontakt@miniparadise.de, das mache ich auch alles nochmal in die Videobeschreibung unten rein und
Wunschgegner sind gerne gesehen. Also ich würde auch gerne mal mit Nino zusammenspielen. Und ansonsten ja, können wir große Schlachten machen oder ihr fordert Kai und mich heraus, Kai und Nino heraus, Marcel und Manuel, also wie ihr Bock habt. Meldet euch, kommt vorbei. Und ja, zum Spiel. Wie viele Punkte spielen wir eigentlich heute? 2000. Das haben wir noch gar nicht gesagt. 2000 Punkte. Und dann würde ich sagen, ja, hast du noch was? Möchtest du irgendwas loswerden noch? Du freust Meldet dich. Euch, ja. Ich freue mich auch. Spielt, das macht Spaß hier. Ernsthaft? Ja, mir auch. Ja, Leute, dann zeigen wir euch gleich die Armeen, das Board und dann geht's endlich los. Bis gleich. Kommen wir mal zu den Imperial Knights bzw. den ATMEC. Wir fangen hier hinten mal an. Und zwar haben wir da ein Super Heavy Detachment mit den zwei dicken Jungs hier. Kriegsherr ist er hier. Ich spiele heute mal Questor Imperialis und zwar das Haus Hawkshroud. Das heißt, immer wenn ich meine ballistische Fähigkeit auf dem Damage Table ermittle, verdopple ich die Zahl meiner Lebenspunkte. Entsprechend kriege ich da nicht ganz so schnell einen Abzug. Ja, er ist ein ganz normaler Valiant mit eben allem, was er so hat. WYSIWYG mit den zwei Siegebreaker Cannons und einmal der Rakete obendrauf. Ansonsten haben wir noch einen Crusader, der ist nicht ganz WYSIWYG. Der hat alles, was er hier dran hat. Allerdings ist hier ein Stormspear Rocket Pod, der ist aber noch nicht bemalt. Deswegen ist da jetzt die Icarus Gatling. Und dann haben wir einen kleinen Armiger und der ist oben noch mit einem Heavy Stubber ausgerüstet. Ansonsten ist der auch ganz normal mit seinem Schnitter Kettenschwert und der anderen Wumme. Ja, wie gesagt, der Valiant ist mein Kriegsherr und er hier kriegt noch ein Relikt, dass er einen Zweier Rüstor hat. Genau, ein Zweier Rüstor. Zweier Retter wäre schöner, aber nur Zweier Rüstor. Dann haben wir noch ein Battalion Detachment ATMEC dabei. Ein Tech Priest Dominus führt die ganze Mars-Rotte hier an. Dann haben wir noch einen Tech Priest Engines hier. Dann haben wir hier einen Trop Ranger, da ist ein Enhanced Data Teether drin wegen Moralwert und zwei Plasmas. Dann haben wir hier nochmal einen Trop, Vanguards, die haben zwei Arc Rifles. Ansonsten hat der Chef auch ganz normal seine normale Radium-Knarre da und einen Enhanced Data Teether. Dann haben wir ein paar Infiltrator dabei mit den Flechette Blastern und den Taser Goats. Und zu guter Letzt auch noch in der Standardauswahl vier Destroyer. Allerdings ist einer, fällt da ein bisschen aus der Reihe, der ist aber auch WYSIWYG mit der Heavy Graph Cannon. Ansonsten haben alle hier diese Phosphor-Dinger dabei und ja, die Hauptknarren halt hier, die ganz normal, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen. Also alles WYSIWYG im Prinzip bei den Jungs hier. Das im Ganzen sind exakt 1999 Punkte, Imperial Knights-ATMEC. Da kriege ich 3 Command Points, hier fürs Battalion nochmal 5. Plus die regulären 3 sind wir dann bei Adam Riese sagt, glaube ich, 11 Command Points. Die Emperor's Children Liste. Wir haben hier ein Battalion und ein Supreme Command Detachment. Das Battalion wird angeführt von einem Chaos Lord mit Power Sword und Bolt Pistol und einem Exalted Champion. Ja, der ist auch WYSIWYG, ne? Mit der Power Fist und dem der Power Axe. So, die Troops stellen 28 Kultisten. Das sind jetzt nicht 28, das ist mir vollkommen klar. Hier stehen wir nur repräsentativ. Dann da hinten einmal 8 Nahkampf Noise Marines und dann 2 Trupps. Ne, 3 Trupps sogar. Fernkampf Marines mit Schallwaffen und so weiter. Ein Trupp hier hat 2 Bolter drin. Ein Trupp hat einen zusätzlichen mit Kettenschwert, weil ich den Dude über hatte. Und dann sind in den Battalion noch 5 Terminatoren mit Kombi-Plasma und Power-Axt. Ein Sonic Dreadnought, der im Grunde ein Hellbrute ist, nur mit einem Twin, also mit 2 Blastmastern und einer Doom Siren. Wir haben drin die Obliterator. Und die Chaos Biker, die haben alle Melter auf ihren Bikes drauf. Oha. Schäfer hat Kombi Melter, irgendwas muss ich ja machen. So, und das Rhino gehört natürlich auch dazu. Das ist der vorhin beschriebene. Ich weiß nicht, kann man es lesen? Ich denke schon. Bang Bass! Yeah!
So, und dann haben wir das Supreme Command Detachment, bestehend aus einem Sorcerer, einem Sorcerer mit Jump Pack, das, ich weiß, das ist das Chaos Lord Modell, aber das finde ich einfach optisch sehr schön. Da ein Sorcerer nicht zwei Lightning Claws nehmen kann, hat der halt nur eine und ein Power Sword, was ich einfach nicht benutze. So, und dann haben wir hier meinen Warlord. Das ist, wie man hoffentlich erkennt, ein Chaos Lord in Terminator Rüstung mit zwei Lightning Claws. Er hat das Relic. Das Relic ist das Intoxicating Elixir. Das bedeutet, er kriegt plus 1 Stärke und plus eine Attacke. Dazu hat er als Warlord Trait Unholy Fortitude. Unholy Fortitude bedeutet, er bekommt einen Lebenspunkt dazu und einen 6er Feel No Pain. Dann habe ich, glaube ich, alles soweit erklärt. Ja, nochmal alles im Überblick. Das sind 1992 Punkte. Ja, habe die 8 Punkte, habe ich über, dachte, brauche ich nicht gegen so ein paar Knights. Also, nee, habe nichts mehr reingekriegt. Gut, dann kommen wir zur Mission und dem Brett. Willkommen auf dem Board, liebe Freunde. Und wie ihr seht, haben wir auch schon mal aufgestellt. Und zwar haben wir ausgewürfelt, dass wir über die Diagonalen spielen. Das heißt, einmal hier, dann haben wir hier 24 Zoll frei. Und dann beginnt hier Ninos Aufstellungszone. Und ja, wir haben natürlich abwechselnd aufgestellt. Ich war mit den Knights und Admech zuerst fertig. Und ja gut, ist klar, mit den drei relativ großen Modellen. Ja, zum Board ist Folgendes zu sagen. Die Missionsziele haben wir ja einmal hier die Nummer 2, dann haben wir hier die Nummer 4, dann haben wir, Nino, da hinten ist irgendwo noch was bei dir, glaube ich, ne? Hier stehe ich auf der 1. Okay, dann stehst du da auf der 1. Hier dann ist die 5. Exacto Mundo. Und du stehst da auf der 6. Hier ist die 6. Hier wäre die 3. Und zu guter Letzt haben wir hier die 3 unter dem kleinen Kistchen. Ja, zur Aufstellung. Ich habe, wie man sieht, vor Angst von ein bisschen Screening bzw. Deep Strike ein bisschen gescreent. So aufgestellt, dass hier an der äußerst rechten Flanke der Amiga steht, daneben der Valiant. Dann haben wir hier einen Ranger-Trupp mit den zwei Plasma. Tech Priest Engines hier steht auf dem Missionsziel. Dominus hier mit den Vanguards in so einer kleinen Line hier da hoch. Äußerst links bei den Admech die Destroyer, gefolgt von dem Crusader an der absolut äußerst linken Flanke, dass der noch ein bisschen die Hellblut da hinten sehen kann, die dahinter steht. Ich habe das Gefühl, als eine Zange auf mich zukommt. Gucken wir mal, ob sie auch zugeht. Vielleicht bricht ja auch einen Zacken ab. Das, wenigstens einer wäre hilfreich. Ja, bestimmt. Rhino, die Noise Marines. Im Grunde hat sich fast alles versteckt, außer diese furchtlosen Kultisten und Charakter, die ja nicht beschossen werden können. Kultisten haben wir hier, dann haben wir da hinten auch gleich die Bikes. Hier ist der Chefe mit seiner komischen Kralle und was weiß ich. Dann haben wir hier die Hellbrut, da haben wir nochmal Noise Marines. Jawohl. Und hier, der ganz Verrückte. Und genau. Kann man sich ruhig mal genauer angucken. Zoomt nicht. Ja, wahrscheinlich so, zu nah. Jetzt. Ja, und dann haben wir hier nochmal Noise Marines. Ja. Und in Deep Strike, schwenken wir doch mal kurz rüber. Das ist die Rhino-Besatzung. In Deep Strike sind halt hier die Terminatoren und die Obliterator. Ja. Schön aufgeräumt. Macht nichts, alles gut. Ja, dann kommen wir zum Roll-Off. Genau. Also du kriegst plus 1, ne? Genau, hau rein. Ach komm. Das schaffe ich. Oh! Ein gutes okay. Pferd, ne? Ja, und Seas, ne? Ja. Nee, nicht den schönen großen nehmen, okay. Nein. Oh, okay. Nino. Schlecht für mich. I'm so sorry. Ja, ja, dann gucken wir mal, wie es nach dem Zug aussieht. Genau, dann kommen wir jetzt zu Runde 1 Imperial Knights Admech. So, ich habe gezogen. Hinter feindlichen Linien wird schwierig. Vorrücken wird schwierig. Und verteidige Missionsziel Nummer 6. Das ist durchaus machbar in der nächsten Runde, weil das ist genau hier. Und ich habe natürlich noch vergessen dazu zu sagen, für ihn musste ich natürlich noch einen Command Point ausgeben, damit er das Relic bekommt. Entsprechend bin ich jetzt nur noch bei 10 Command Points, die hier hinten rumliegen. Und ja, dann kommen wir jetzt... Was? Ich wollte noch sagen, dass ich dieses neue Stratagem verwende, das praktisch alles von mir in Cover ist.
Okay. Was nicht titanisch ist. Kostet mich 2 CP, bin ich auf 7. Willst du das wirklich machen? Bei dem vielen DS, der da ankommt? Ja. Echt? Okay, gut. Alles klar. Dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Imperial Knights Death Guard, Death Guard sage ich schon, Admech. Bewegungsphase ist vorbei. Der Armiger hat sich seine 14 Zoll nach vorne bewegt. Der Valiant natürlich auch. Und das Schlimme ist, das ist innerhalb von 18 Zoll. Und, aber ich bin ja gut im Aussteigen, da stirbt ja quasi nie was bei mir. Gelächter, ja. Der Crusader ist auch ein Stückchen nach vorne, dass er da ein bisschen was sieht, und die Hellbrut sieht er auch immer noch. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Geballer. Der Armiger wird schießen, seinen Thermalspeer auf das Rhino und den Heavy Stubber hinten, die 3 Schuss in deine Marines hinten rein. Thermalspeer, D3 Schuss, ist einer. Das finde ich auch. Auf die 4. Nein, okay. Dann den Heavy Stubber auf die 4, alle 3, Stärke 4, auf die 4, dann 2x minus 0. Dann haben die jeweils in Cover stehen, durch die 2 CP, sind die sicher. Jawohl, beide safe, alles klar. Der Valiant wird seine Harpune und die Twin Siegebreaker Cannon in das Rhino schießen, die 3D6 Autotreffer gehen in die Kultisten zusammen mit der Meltergun. Und hierfür die Siegebreaker, die Rakete gebe ich ein Stratagem aus, dass ich Charakter targeten darf, die nicht in Sichtlinie sind, für 3 Befehlspunkte. Und die gehen da hinten rein, in den Chef. Kollegen da. Ach so, und bevor es jetzt losgeht, natürlich muss ich noch die, weil ich ja Mars bin. Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich hier in Deckung und die 3 muss ich nochmal gucken. Also das hier ist Schleierpsalm und die 3 sage ich euch gleich. Bei der 3 darf ich in der Nahkampfphase misslungene Trefferwürfe von 1 wiederholen. Ja, dann geht es los bei dem Valiant. 3D6 Autotreffer in die Kultisten. Oha, scheiße. Soll ich es einfach wegnehmen? 16. Ja, das ist, na gut, ich habe ja 28. Das 16. Ist ja, ich zähle mal Würfel. Stärke 7 auf die 2, dann haben wir 13 Stück mit minus 2. 13 Stück, wie es der Zufall möchte, habe ich hier 13 Würfel. Achso, die brauche ich gar nicht, weil nämlich einfach 13 sterben. Weil ja, die haben ja einen 6er Save und ja. Okay, die Melter Guns auf die 3, Stärke 8 auf die 2. 2 Stück, minus ganz viel, kannst du wieder weg hier wegnehmen. Mhm. Und dann kommen wir zur Harpune, das ist jetzt das Wichtige. Obwohl, nee, ja, für mich wichtig. Ja, die Fakt. Trifft, Stärke 10. Jawohl. Die wiederhole ich tatsächlich mal. Ja, Stärke 10 reicht wohl nicht, leider. Aber ist die nur Stärke 10? Mhm. Stärke 16, Entschuldigung. Also, trotzdem noch nicht doppelt. Doch, klar. 7 mal 2 sind 14. Ja, dann reicht das. Fakt. Das reicht sogar bei einer Toughness 8. Buh. Ja, dann hast du da bitte mit minus 6. ja, dann 10 Autoschaden, ne? Dann explodiert. Also, dann ist er kaputt. Hoffentlich explodiert er nicht. Puh. Ja, dann da sitzen 10 Leute drin. Oh oh. Ja, oh oh, was jetzt bei rauskommt. Keiner. Schön. Das sieht doch gut aus. Das ist mal in Ordnung. Da ist ja keiner mehr. Okay. Dann kommen wir zur Twin Siegebreaker Cannon. Erstmal. 2D3 Schuss. Sind 4. Halt, die geht ja ins Leere. Richtig. Sorry. So, dann kommen wir jetzt. Schießt ins Leere, ob das trifft. Ja, dann kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, zu der Missile. Auf ja, die 3. Das ist auch eben schon wichtig. Ja, nein! Gut, und du darfst nicht. Ja! Ausgleichende Gerechtigkeit für den Bangbus, der irgendwie gar nichts gemacht hat heute. Okay. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich gönne es dir. Das ist schon gut so. Ja. Der Crusader wird seine Avenger Gatling und die Rapid Fire Battle Cannon in die Hellbrood schießen und alles andere geht hier in die Bikes. Wir fangen an mit der Avenger Gatling Cannon auf die 3. Das gefällt mir.
Das ist schlecht. Und dann verwunden wir wieder auf die 3 wahrscheinlich, oder? Halt. Was für eine Stärke hat die? Stärke 6, also auf die 4. 5 und 6. Nee, ja, ach so, okay, 5 und 6, ja, sorry. Dann machst du trotzdem 3. 2 Stück minus 2. 2 Stück? Oder 3? Guck doch nochmal nach. Es waren 3 Stück. Dann auf die 4. Na, das ist doch nicht schlecht. Wie viel Schaden macht einer? Flat 2. Flat 2, das ist nicht so schön. Die Rapid Fire Battle Cannon, 2d6 Schuss. Das sind 7. 7 Stück auf die 3. Stärke 8. 3 ist auf die 3. Oha, das sind dann 5 Stück minus 2. Und wie viel Schaden macht der jetzt? Ich glaube D3. Na gut, so viel verhält gut. Wieder auf die 4. Ach du Kacke. Ja, das macht. 4 mal D3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, oh. Gut. Stormspear Rocket Pod in die Bikes. 3 Stück auf die 3. Und mit Stärke 8 verwunden wir wieder auf die 3. Auf die 2. Auf die 2. Doch, ist ja Widerstand 5, hast du recht. Genau. 2 Stück. Ja. Minus 2. Wie viel Schaden machen die? D3. D6. wie viel Minus? Entschuldigung. Minus 2. Also minus 1. Das heißt auf die 4, komm schon. Dann würde ich. D6. Das stirbt maximal einer. Ja. Ist okay. 3 Schaden. Muss jetzt einer weg. Okay. Heavy Stubber. Stärke 4. Auf die 5 und 6. Eine minus 0. Auf die 2. Yep. Jawohl. Das war dann der kleine hier. Weil das andere Meltagun und Flamer sind natürlich nicht in Reichweite und dann kommen wir zu denen hier. Die Destroyer, die Graf Cannon ist außerhalb der Reichweite mit 30 Zoll, allerdings sind die anderen mit ihren Plasma Culverines oder wie sie heißen mit 36 Zoll alle noch in Reichweite zu den Kultisten. Und da haben wir dann 3d6 Schuss. Oha, okay. Auf die 4. Stärke 7. 2 Stück. Minus 1. Minus 3, Entschuldigung. Ja, sterben 2. Okay. Das war die Schussphase bei den Knights und ja, wir haben auf jeden Fall so ein paar Schlüsseleinheiten bzw. eine Schlüsseleinheit mit der Hellbrute rausgenommen und zumindest das Reno mal zum Platzen gebracht und ja, dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier gemacht haben. Nichts. Verteidige die 6, sind wir dran, aber ansonsten haben wir hier nichts gemacht. Und ja, mit Chargen. Moralphase haben wir vergessen. Wird das hier nichts bei mir und dann kommen wir. Ne, Chargen wird definitiv nichts. Dann kommen wir zu der Moralphase von dir. Genau, da sind jetzt die Kultisten, die da fast alle weglaufen würden. Ich riskiere jetzt nicht, da eine 1 oder eine 2 zu würfeln, dass wenigstens noch einer überbleibt und verwende das Stratagem Insanely Bravery oder so ähnlich, wo die halt automatisch für 2 CP überleben. Alles klar, also bis runter auf 5. Jawohl. Und dann kommen wir in deine Runde. Ich werfe dann noch Vorrücken ab, also das ist so eine kleine Hausregel von uns, dass wir am Ende unseres Zuges immer eine Karte abwerfen können. Und Nino hat gezogen, tut mir echt auch leid. Ja, ich habe echt Bock auf die 5. Secure 5, Defend 5 und Defend 2. Defend 2, da. Ist ja nichts Gefährliches drumherum. Da ist die 5. Ja. Und ja, dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase. Die Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Nino, wir fangen mal hier hinten an, erzähl mal schnell. Genau, ja, die ausgestiegenen Noise Marines und der Exalted Champion sind halt auf den Armager zugelaufen. Die Noise Marines haben sich ein bisschen so bewegt, dass sie auch was sehen. Der Sorcerer ist ein bisschen advanced, um weiter zurückzukommen, weil er jetzt ja aus einem bestimmten Grund irgendwie ziemlich weit vorne steht, wo er nicht stehen will. Der Chaos Lord ist ein Stück zurück, damit die Buffs sind. Die Marines sind hier drauf, die Marines sind hier drauf. Der Warlord musste sich jetzt verstecken, weil er hier echt nichts mehr zu tun kriegt. Der Sorcerer ist hier vorgeflogen. Mal gucken, der sollte jetzt das machen, was er machen soll, sonst hat er sich da geopfert. Die Bikes sind hierhin. Und dann für 2 CP habe ich Tide of Traitors, die Kultisten, da hinten auftauchen lassen. Das ist der
da es keine Unterstützung sind und kein Deep Strike, darf man das auch im ersten Zug machen. Okay, dann kommen wir in die Psi-Phase. Psi-Phase der Emperor's Children. Ja. Prescience von dem Sorcerer auf die Noise Marines da hinten. Yes. Das mit ist eine 4 und eine 4. Durch, jawohl. Das ist schön. Omnidos. So. Next one. Genau. Dann wird der Smite auf den Valiant machen. Hau rein. Geht durch. Jawohl. D3. Normaler. D3, genau. Komm schon. Ja. 3. Runter auf 25. Nein. Oh, da hinten geht's weiter mit dem Typen, der dahinter steht. Der sich hier schön verkauert. Death Hex auf den Knight. Kommt schon, ist wichtig. Jawohl, mit einer 9. Damit hat er keinen Inbull mehr. Gut. Und dann Warp Time auf die Bikes. Yep. Warp Time auf die 6. Nee, nicht das wiederholen. Kann ich mir nicht erlauben. Okay, bleibt so. Jetzt kommen wir in die Schussphase. Nino hat seinen Lord nachträglich nochmal bewegt. Das habe ich natürlich noch erlaubt, dass er dahinter herkommt und die 1 wiederholen kann für die Bikes. Und dann kommen wir zu den Meltern auf den Valiant, auf den Crusader. So, auf die 3, 1 wiederholen. Sehr schön. 2 Treffer. Stärke 8. Nee, das sind Stärke 9. Nee, Stärke 8, die lässt keine Stärke nach. Genau. Auf die 4. Da ist schon die erste 3. Einer. Ja, ist okay, bleibt so. Minus 4, ne? Minus 4. Sechser wegen dem Zweier Rüster, das Relikt. Und Schaden W6. Melter Range, Nino, denk dran. Ah, danke, dann kann ich ja einen zweiten noch und kann das höchste nehmen, ne? Dann nimmst du die 4. Dann ist der runter auf 20. Da kann ich den ja einfach wegnehmen, ne? Genau, den kannst du mir geben. Ich gebe den dir natürlich auch, bitteschön. So, dann die Kultisten schießen und ich ziele Würfel. Ratatatatat, die Kultisten, 56 Schuss auf den Knight. Auf die 4. Auf die 6. Ich zähle 3 spontan. Oh, da hinten ist noch eine. Und hier noch 2. Guck mal, dann sind das. Minus nichts, ne? Ja, auf jeden Fall minus nichts. Wo? Dann ist er runter auf 19. Ach nee, das ist auch noch eine 1. Hm. Runter auf 18. Der Trupp da. Sonic Blaster. Da rein. Blastmaster. Da rein. Alles klar, hau rein. Die Sonic Blaster. Ich glaube, aus dem 1er Wiederholbereich bin ich raus. War trotzdem ganz okay. Stärke 4 auf die 6. Das sind 3 Stück. Nicht schlecht. Ja. Kein Minus? Nee. Dreier. Hey. Geht einer durch. Jawohl. Ist auch runter auf 24. Genau, der Blastmaster. W3 Schuss. Das ist gut. Dann auf die 4, weil er sich bewegt hat und das eine schwere Waffe ist. Das ist in Ordnung. Das sind 3. Warte, Moment, verwunden muss ich noch. Ja, ach stimmt. Ja. Stärke 8 bereit. Auf die 4. 2 Stück. Minus 2. Minus 2. Dann haben wir einen 4er. Scheiße. Die stehen. Gut. Geht's gleich weiter mit dem Trupp hier oder was? Oder wo? Der hier. Da muss ich nur noch mal messen, was da in Reichweite noch ist. Jawohl. Blaster Master. Genau, auch hier rüber in den? In den Crusader. Der Rest ist außer Reichweite, W3 Schuss. Der ist Kippe. Ja, super. Danke Kippe. 3 Stück, der hat sich auch bewegt, auf die 4, 1 wiederholen, weil der Lord in der Nähe ist. Das 2 und 3 wiederholen, das hilft mir jetzt gar nichts hier. So, na gut, auf die 4, war klar. Gut, ich kann mich, glaube ich, jetzt langsam von meiner Armee verabschieden, weil das bringt hier gar nichts. Der Trupp, alle in ihn, außer der Blastmaster, der schießt hinten auf den. Ja, hau rein. Das sind wieder 4. Sonic Blaster, also 12 Schuss auf den Valiant. Einsen kann ich wiederholen. Juhu, habe ich auch eine gewürfelt. Jawohl. Ups. 3 und 2 mal dabei. Und das ist. Ja, die sind noch wieder 3 Sechsen. Ne, 4 Sechsen sogar. Guck mal. Minus nix, ne? Das, nee. Das war auf den Valiant. Auf den Valiant. Okay, 3er. Eine durch wieder. Jawohl.
Ist auch unter auf 23. Tja. Und der Dicke? Und der Dicke, der hat sich diesmal übrigens nicht bewegt, der ist extra da unten geblieben. Auf die 3. Erstmal W3 Schuss. Nee. Gut, auf die 3. Einzel wiederholen zum Glück. Jawohl, und auf die 4. Schön, eine Runde minus 2. Vierer. Steht. Das Relic, ne? Das bringt es da gerade voll. Dann schießen die. Mhm. Da überlege ich aber kurz, ob die sich aufteilen, aber eher nicht. Der Trupp, alles? Alles auf den Armager, dabei Plasma überladen. Mhm. Und er hier vorne wirft eine Granate. Okay. Erstmal die normalen Pistolen. Ja, das sind alle. Widerstand 7 auf die 5 und 6. Das sind 4 Stück. Minus? Nichts. Dreier. Oh! Oha, okay. Runter auf 8. Kann man das auch versauen. Ja, die Krack-Granate. Ja. Die trifft nicht. Und Plasma überladen. Ach komm schon! Darfst du noch abhandeln oder geht er sofort in die Luft? Normalerweise darfst du noch abhandeln. Ja, aber der trifft aber ja auch nicht. Nee, puff. Das war ja was anderes. Okay, puff, dann okay. Ist das so. Gut, der geht in die Luft. Ja, der dann kann nicht schießen, dann hat, glaube ich, alles geschossen, was irgendwo in Reichweite wäre zum Schießen. Mhm. Kommen wir dann. Ach so, Moment, das, das wollte ich noch machen. Und zwar wollte ich nochmal für 2 CP Endless Cacophony. Das bedeutet, ich darf mit einer Slanish-Einheit noch einmal schießen. Dann nehmen wir natürlich die Melterbikes. Ja. Auf die, Moment, 2 CP, also habe ich noch einen. Okay, auf die 3. Ja, auf die 4. Jawohl, minus 3. Minus 4. Nein, die 6 Schaden, Melter Range. 6. Noch 4. Noch ein Würfel, noch ein Würfel. Ah ja. Pick the highest. Ah, 5, danke schön. Gut, dass du mich daran erinnerst, das ist nett. Dann 18 minus 5, 13. 13. Direkt daneben. Immer noch nicht im schlechten Profil. Ja, sowieso nicht, weil es ja verdoppelt wird, ne? Genau. Charge-Phase. Kultisten in die Destroyer. Jawohl, okay. Dann haben wir die Heavy Graf Kanone. Ja, so, erstmal 5 Schuss. Nichts. Dann haben wir die Phosphor Blaster, wovon 2 in Rapid Fire sind. Einer. Einer. Stärke 4 ist das, glaube ich. Dann auf die 3. Stärke 5. Dann immer noch auf die 3. Wie viel AP? Minus 1. Also, dann ist sowieso einer tot. Okay. Und die 3D6 von den Plasma Culverines nicht überladen. Sind. Okay, nicht ersticken. 11. Auf die 6. 2 Stück. Stärke 7. Auf die 3 und 4. Ach, die 2. Ja, einer. Ja. Einer pulverisiert. Minus 1, also hat AP, ja. Genau. Okay, dann guck mal, wie weit du reinkommst. Muss ja eine 9 werden, ne? Yes. Nö. Selbst ein Stratagem nicht. Aber das hätte ich da jetzt sowieso nicht für. Dann hier, oder was? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir wirklich sicher? Hat er irgendwas, was Auto-Hit hat? Also, ich könnte jetzt ein Stratagem nutzen. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Befehlspunkte sind. Die sind tot dann. Also, und zwar ist es so, dass ich mit einer Einheit, die sich innerhalb von 12 Zoll um die angegriffene Einheit befindet, aber weiter von als 1 Zoll von der Angreifung. Er darf dann mitschießen. Ne? Das heißt, er darf dann mit Abwehrfeuer geben. Und das mit 18 Zoll mit der Auto-Hit-Cannon, das wird dann ziemlich hart. Ja, dann sind sie halt die Runde da drauf tot. Ne? Du musst ja dieses Strategy nicht. Ja, er kann übrigens nochmal schießen, ist ja ein Noise Marine, aber das ist, spielt jetzt auch keine Rolle. Ja, doch. Also ich meine, die sind nur dafür da, in den Nahkampf zu kommen. Also. Okay. Dann, dann würde ich einfach mal die 3 W6
Wie viel CP gibst du dafür aus? 2, glaube ich. Ich zeige euch das mal. Da haben wir das Ding. 2 CPs kostet mich das Teil. Und ja, dann zählen wir mal die Würfelchen. Bevor wir das Abwehrfeuer geben, darf der Typ natürlich nochmal schießen, weil der ja gestorben ist. Gestorben ist. Natürlich jetzt überladen wieder, ist klar, wieder auf den kleinen. So, und verwundet auch. Minus? Minus 3, nee, warte mal, minus. Doch, minus 3, klar. Geht eh durch. Und wir 2 Schaden dann jetzt. Gut, dann ist er runter auf 6. Und dann geben wir erstmal mit dem da Abwehrfeuer. 3W6 Autotreffer. Klein würfelt. Stärke 7. Oha, siehst du, Nino, das läuft. Ganz nett, 3 Stück. 3 Stück, minus 2, glaube ich. Ja, ist so. Das war doch nicht so gut. Naja, dann. Die 2 sterben, das ist okay. Die dürfen auch nochmal schießen dann jetzt am Ende der Phase. Ja, wir machen das erstmal alles durch. Genau. Dann geht es weiter mit der Harpune. Nein. Dann haben wir die Twin Melter Gun. Warte mal kurz. Waren das überhaupt 6, die hier getroffen haben? Das ist ja trotzdem over. Ah, die sind ja Autotreffer, meinst du? Entschuldige, genau. Bitte. Die Twin Melter. Oh. Das sollte ja. Sollte mit minus einer 4, ne? 8, Stärke 8 minus 4 D6 Schaden. Und dann haben wir noch die Twin Siegebreaker Cannon mit 2D3 Schuss. Das sind 6. Ja, Stärke 7. Minus 1 D3. Minus 1, dann ja. Halt, Twin Siege. Ja, doch, D3, minus 1. So, dann haben wir hier noch die von ihm natürlich noch. Das, da dürfen wir auch noch Abwehrfeuer geben. Und zwar fangen wir da an mit dem Heavy Stubber. 3 Schuss. Nichts. Dann haben wir Thermalspeer, D3. 3. Nichts. Und dann kannst du mal gucken, wie weit du reinkommst. Ja, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass die Prescience haben. Die treffen alle um 1 besser. Das heißt, der hätte gar nicht, der wäre gar nicht explodiert beim, bei der 1. Ja, dann stellen doch wieder hin. Ja, nee, jetzt war er ja weg. Das nee, stellen hin, komm, stellen wieder hin. Na gut. Na, der hat ja auch nochmal geschossen und hat Schaden gemacht. Dann nimm den Schaden aber auch wieder weg, da hat er wieder 8. Okay, dann machen wir das so. Gut. So, dann der Charge. Ich habe nicht geguckt, wie weit. Guck mal, was ich würfle. Das sollte reichen mit einer 7. Genau. Ja. Die 3 Umgekippten dürfen natürlich auch nochmal schießen da. Wegen Empress Children und so. Genau. Ne, das nicht, aber wegen Noise Marines. Meine ich doch. Auf die 5? Was hat der für einen Widerstand? 7. Ja, dann ja. Dann 2 Treffer. Minus nichts. Da geht eine durch. Okay, also 7 und dann zählen wir schon mal Würfel für den Nahkampf. Genau. Bevor das Gekloppe dann jetzt losgeht, sage ich dann auch noch eine heroische Intervention an, aufgrund des Stratagems auch. Das darf ich machen innerhalb von 2W6. Das sind 7 Zoll. Ja, auch wenn es mir leid tut, aber wir haben uns das jetzt kurz überlegt. Also ich wäre ja dumm, wenn ich das jetzt hier nicht machen würde. Mit 6 Kommandopunkten noch. Also auch wenn es jetzt kacke ist fürs Spiel eigentlich, ne? Aber ich würde den mal rerollen. Oh. Es bleibt so. Oh, siehst du, das war jetzt, das war Karma. Ja. Gut, dann darfst du einfach dazu hauen. Genau. Das freut mich. So, die hauen zu jetzt. 15 Kettenschwertattacken auf ihn. Treffen auf die 2. Death to the Force Emperor, normalerweise auf die 6. Durch das Banner, oder das Icon vielmehr, auf die 5. Und durch Prescience auf die 4. Okay. Das heißt, für jede 4 plus gibt es zusätzliche Attacken und 2 in Treffen. So. Und dann haben wir jetzt eine Menge zusätzliche Attacken. Das sind 2, 4, 6, 8. 8 zusätzliche. Auf die 2. So. Die können jetzt keine neuen machen. Und dann verwunden wir jetzt auf die 4 wegen Veterans of the Long War. Ja. Die nicht getroffenen dürfen wiederholt werden wegen dem Typen da hinten. Auf die 2. Nee, auf die 3. Auf die 4. Auf die 4, meine ich doch. Aber das ist kein großer Unterschied. Das sind dann 14 jetzt.
Okay, alles klar. 14 mal auf die 3. Ich nehme das hier mal weg. So, der ist hin. Gucken wir mal, ob er explodiert. Nein. Sauber. Nach dem Peilen bzw. Konsolidieren sieht das jetzt so aus. Er hat sich ein bisschen versteckt. Die kleine Ratte. Was hast du gemacht? Ich glaube nichts. Die 2 ist. Siehst du, das hätte man theoretisch fast schaffen können, wenn ich da hochkonsolidiert wäre. Aber das ist ja auch defend. Also mal gucken, ob ich hier nächste Runde damit anfangen kann. Schauen wir mal. Okay, dann kommen wir zu Imperial Knights. Dann halt hier zum 2 und du wirfst was ab. Die Fend werfe ich dann ab jetzt. Gut. Alles klar. Ich habe jetzt auch nochmal gezogen und zwar überwältigende Feuerkraft. Und am Ende deines Zuges kriege ich natürlich die verteidige Missionsziel Nummer 6 von dir. Das wäre hier. Und das gibt dann die 3 Siegpunkte. Was? Verteidigung? 2 Siegpunkte. Ja. Genau, flat. Das wir gibt haben dann, Moral auch vergessen. Genau, das gibt hier auf jeden Fall 2 Siegpunkte. Dann mache ich das schon mal weg hier. Und dann Moral. Dann darfst du auch noch eine ziehen. Weil das war ja am Ende von meinem Zug und genau. Du musst ja wieder auf 3 aufziehen. Korrekt, kommt, aber ich wollte erstmal deine Moral machen. Keine Gefangenen. Ja, auch ganz Töten. Okay. Ja. So, 3 sind gestorben. Moralwert ist 8. Also auf einer 6 würde ich einen verlieren. Nö. Das passt, die sind safe. Meine Bewegungsphase ist auch beendet. Der Valiant ist nach vorne gegangen, ganz mutig. Und ja, hier in die Lines rein von Nino, dass ich hinter feindlichen Linien vielleicht gleich kriege. Und der Crusader ist da ein bisschen zurückgegangen Richtung Poxwalker, wollte ich schon sagen, Kultisten. Und die eine Grafkanone, der Destroyer hat sich bewegt, der ist ein bisschen nach da vorne geknattert. Und dann kommen wir in die Psi-Phase. Fertig. Und dann kommen wir in die Schussphase. Der Crusader schießt Flamer und Melter bzw. Stubber. Ich weiß gar nicht, was ich ihm gegeben habe. Die gehen da hinten rein. Rapid Fire Battle Cannon und Storm Spear Rocket Pod gehen da rein. Avenger Gatling Cannon geht da rein. Wir fangen mit der Avenger Gatling an. Auf die 3. Ups, Drop Dice. Stärke 6, auf die da. Achso, auf die, ne, dann auf die 3. Auf die 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück mit minus 2. 7, ach du Scheiße. Mit minus 2, also minus 1, weil sie in Deckung stehen. Genau. Ja, reicht trotzdem, um fast den ganzen Trupp zu töten, ich Volltrottel. Oh Mann, ey. Okay, dann gehen da 4. Ja, gut. Die dann, dürfen aber nochmal schießen dann. Ja, richtig. Dann wird auf jeden Fall er hier sterben. Gut, dann geht es weiter mit dem Heavy Flamer. Machen wir einfach mal zuerst in die Kultisten. D6, das sind 5. Stärke 5. Ja, so nicht. Einmal minus 1 Nino in die Kultisten. Heavy Flamer. Einmal minus 1, dann stoppt einer. Weil 2, die haben ja keinen Widerstand. 2. Nee, 3. Sind keine Grotz. Ja, ja, ja. Dann haben wir den Heavy Stubber. Den habe ich ihm gegeben übrigens. Also. Ja, gut, dann hättest du vorhin auf die Bike schießen können. Ja, egal. So, auf die 3. Stärke 4, glaube ich. Auf die 3. 3 Stück, minus gar nichts. Nee, halt mal. Heavy Stubber hat minus 0, ja. Auf die 6. Nochmal 2 weg. Ja. Ach so, jetzt haben wir. Okay. Nee, ich habe doch eine Melter Gun. Alles klar, Assault. Auf die 3. Auf die 2. Jawohl, minus 1. Quatsch, minus 4. Ja, nee, stopp. Aber was hast du jetzt damit dran? Ja, Melter und Stubber. Also so, der kann der beides haben. Ja, warum nicht? Nein, halt, mach das mal rückgängig. Wegen dem Flamer, den kann. Ach doch, der ist jetzt in der Waffe da noch, nämlich unten drin. Alles also, klar, passt. Ja. Ah ja, hier stimmt. Da ist nämlich der Stubber drin und da ist der Stubber, Flamer, da ist der und Flamer und Melter. Das passt. Das sind die Melter, ah ja, okay. Ich hab die Melter-Gun ist natürlich ein bisschen dumm geschossen jetzt, weil die hätten in die Bikes reingehen sollen. So. Oder warst du außer Reichweite? Stimmt, genau, deswegen.
2d6 Rapid Fire Battle Cannon. Sind 7 Stück. Auf die 3. Stärke 8, glaube ich. Genau. Auf die 2. Du hast einen da liegen. Achso, hätte er vergessen. Genau. Einer, der nicht durchkommt. 5 Stück. Kommen wahrscheinlich alle AP, ne? Genau, minus 2. Okay. Nee, in die Bikes, in die Bikes. Achso, 5 Stück mit minus 2. Genau. Und wie viel Schaden machen die? D3. Achso, gut, dann müssen wir den Schaden dann einzeln auswürfeln. Erstmal die 5. Mhm. Minus 2 sagt es. Jupp. Hier ist noch eine 1. Dann kommen 3 Stück durch. Okay, dann D3. 2. Das ist ein Bike tot. D3 und D3. Das reicht dann fürs zweite, ne? Genau. Dann geht der Stormspear Rocket Pod ins Leere. Oh. Schade eigentlich. Die Destroyer schießen alles und nicht überladen hinten in die Kultisten rein. Wir haben die Phosphor Blaster nicht in Rapid Fire auf die 4. Stärke 5. Auf die 4 auf jeden Fall. Minus Stärke 5 halt, genau. Minus 1. Ein Schaden. Mhm, stimmt. Einer. Sag mal, eben waren nochmal 5 gestorben. Ne? Das hatten wir vergessen, weil wir irgendwie durcheinander kamen, was es an Waffen so gab. Genau. So, gut, dann habe ich jetzt hier 6 umgekippt. Okay. Heavy Graph Cannon auf die 4. Alle. Stärke 5. Auf die 3. Das sind 2 Stück, minus 3, die kannst du direkt wegmachen. Und dann haben wir die Plasma Culverines 3D6. Oha, das sind 8 Stück nur. Ja, die Kultisten laufen so schon weg vor Angst, aber... Okay, dann auf die 4. Stärke 7. 3 Stück. Einfach weg wahrscheinlich, ne? Mit minus 3. Wenn es ein Minus gibt, sind die einfach weg, ja. Ökli Dökli. Dann kommen wir. Ja, die rennen ja eh weg, ne? Sehr wahrscheinlich werden die wegrennen, ja. Okay, dann kommen wir zu ihm her. Die 3W6 Auto-Hits geht hier rein, also diese Konflikt kennen und mit einem Twin-Melter zusammen. Und alles andere geht da rein. Also, 3W6 Auto-Hits. Stärke 7 auf die 3. Das sind dann 7 Stück mit minus 2. Cover kriegst du nicht, weil der Trupp ja nicht vollständig drin steht. Ne? Ach, das ist jetzt auf die hier? Genau. Nee, ich dachte, die ging da rein. Ach so, genau, stimmt. Halt. Der steht halt auch nicht vollständig im Cover. Also spielt ja keine Rolle für das Gewürfle. Genau, ich habe mich gerade verguckt. Minus 2, also auf 5 hin. Ja, das ist stark. Ja, aber 4 sterben, wie viele sind dann noch? Sind 6. Da mehr als 4? Na, dann bleiben 2 stehen. Genau. Lass mal die sterben, die was sehen. Ja, wir handeln das erstmal ab. Ja, ich will nur. Also ja. Twin Melter auf die 3. Einer. Ja, wahrscheinlich ja. Mit Stärke 8. Ja. Ja, ja. Minus. Minus 4 gibt es auch keinen. 4. Ja. Hier? Nee, das ist eine ging noch hier rein. Achso, dann kippt da noch wen hin. Nehmen wir einfach den da. Ja. Okay, dann der nächste Twin Melter da oben rein. Ja. Nochmal 2 mit minus 4. Gut. Dot. Und. Dann haben wir die Harpune. Na los jetzt aber. Nein, trifft nicht. Okay, dann haben wir die Siegebreaker kennen. 2d3 Schuss. Das sind 4. Auf die 3. Stärke 7. Nur auf die 3, also einer nur. Einer mit minus 1. Jawohl. Der steht? Jawohl. Okay, super. Und ich glaube, das war's auch schon. Glaube ich. Ja, Twin Melter,
Siegebreaker kennen, Harpune, Shieldbreaker. Könntest die Rakete, könntest du jetzt noch schießen? Nee, die schieße ich nicht. Du ja nicht. Genau. Ja, dann kommen wir in die Charge-Phase. Da wird nochmal geschossen hier bei den ganzen Umgefallenen, da kann nicht jeder schießen, aber... Drei Stück sind in Reichweite mit der Pistole, natürlich da drauf, die treffen auch. Verbunden natürlich nur auf die 6. Nö. Und dann hier drüben einmal der Sonic Blaster. Trifft, einzeln kann er wiederholen wegen Schäfer. Drei Treffer auf die 6. Nö. Und die Pistole. Habe ich jetzt irgendeinen Grund, glaube ich schon. Ja. Nö. Gut. Eine Granate wollte der werfen, aber die hätte jetzt auch. Doch, die ist stärker. War eine 5 gerade eben gewürfelt. Ne? Weiß ich nicht mehr jetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass es eine 5 war. Und eine Granate hat ja Stärke 5 oder 6. Also wäre auch durchgekommen. Dann D3. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Mach einfach. Ja. 2 Schaden. 22. Mhm. Dann sage ich jetzt ein paar Charges an hier. Und zwar möchte er hier in die beiden da rein. Oh yeah. Dann kannst du Abwehrfeuer geben. Ja, mit einem. Also ich muss mal gucken, ist er hier in Reichweite von der Granate? Dann könnte er eine Granate werfen. Nein. Gut. Einmal Bordpistole. Nö. Doch, einzeln darf er hier wiederholen. Nö. Okay. Das war's. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh, 4 nur. Da geben wir einen Command Point aus. 7 reicht dicke. Da hinten sage ich auch noch einen Charge an. Der braucht eine 5 in die Kultisten. Nino gibt Abwehrfeuer. Mit einem Mangelwürfel. So. 3 Stück. Verbunden. Nö. Okay, dann. Ich brauche eine 5. Das gibt auf jeden Fall was. Dann stellen wir den da auch rein. Dann wird zugeschlagen. Wie teilt es denn auf? Wir attackieren zuerst mit ihm hier, aktivieren den, peilt rein. Habe ich den jetzt verschoben? Ja, scheißegal. dann kann ich ja gar nicht reinpeilen, ne? Ach so, ja gut, aber... Ja, dann ist das so. Das müssen wir dann schon regelkonform machen. Hilft nichts, dann geht natürlich alles auf den Typen da vorne. Jetzt seht zu, wer überlebt. Auf die 4. Der Tandy, auf die 4 nur, echt? Ja. Stärke. Auf die 2 halt alles, ne? Stärke 8. Stärke User, also 8. Dann bitte 3-mal mit minus 2. Wieso nur 3-mal? Die doch auch. 6-mal. Ja. Also 2-mal 3 wollte ich eigentlich sagen, aber ich hab mich verloren in meinen Worten. Also auf die 5. Seht ihn überleben. Nein. genau 4 Wunden weg und das sind ja die 3 Wunden jeweils, ne? Also. 3, 4, 5, 6. Ja. Ciao, Kakao. Genau. Der da haut natürlich auf die Kultisten, trifft auch eins besser mit seinen titanischen Füßen auf die 3. Mit Stärke 7 verbunden wir auf die 2. Dann macht die halt einfach weg, würde ich sagen. Ne? Der Trupp sollte Wipeout sein. Also die haben ja minus irgendwas. Ne? Also sind 4, 8, 9 Stück. Na gut, dann läuft der Rest dann auf jeden Fall automatisch weg, aber 6, 8, 9, 2 haben es irgendwie überlebt, aber die werden rennen. Genau. Die können halt noch zurückschlagen. Willst du das machen? Oh, treffen beide. Oh, verwundet keiner. Überraschung. Okay, dann Moralphase. Ja, Moral. Die Leute laufen weg. Ja, der da oben? Der Trupp da oben, oh ja, das ist interessant. 4 Stück, seine Moral ist 8, also alles, was über eine 4 ist. Nein, ja. Die hier genauso. Genau. Die haben 5 verloren, ne? Die haben 5 verloren, Moral ist 8, also alles über eine 3. Nö. Nein! Und die haben? 2 verloren. Das gibt's doch nicht. Den Würfel sollte ich für nichts anderes als Moral verwenden. Ja, aber auch nichts anderes. Ja. Okay, dann machen wir die jetzt weg und dann kommen wir mal zu den... Hatte ich mit denen eigentlich geschossen? Ja. Hast du? Sturm sind glaube ich nicht, ja. Aber das ist jetzt echt, das war mein eigener Sturm. Das können wir jetzt nicht nachher. Na gut. Da hinten, der rennt automatisch weg, das heißt den Trupp haben wir zerstört. Dann haben wir die Trupp Bikes zerstört, haben wir noch was zerstört? Ich glaube nicht, ne? Da der hier stehen bleibt, der eine mit seiner Plasma nicht, ne? Und der eine da auch.
Okay, dann kriegen wir überwältigende Feuerkraft für einen Punkt hinter feindlichen Linien. Eine. Und keine Gefangenen kriegen wir auch nochmal einen Punkt. Okay, dann haben wir 3 Siegpunkte bekommen jetzt mal in dem Zug. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann steht es am Ende von Runde 2, endlich mal gepunktet, 3-0 für die Imperial Knights / Admech. Und dann kommen wir in die Zug 2 der Empress Children. Nino hat gezogen, Secure 5, Defend 2. Und dann hat sein Kriegsherr noch eine spezielle Aufgabe bekommen. Und zwar muss er ein Objective bzw. einen Punkt einnehmen, den ich vorher gehalten habe. Würde jetzt nur die Nummer 6 betreffen oder die Nummer 3. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Empress Children. Die Bewegungsphase von Nino ist vorbei und am Ende kamen natürlich auch gleich noch ein paar Typen da rein. Da hinten ist nicht mehr viel, da brauchen wir gar nicht hinschwenken. Da steht ein beleidigter Crusader in der Ecke. Mhm. Hier tut sich ein bisschen was. Mhm. Nicht bewegt, beziehungsweise hier oben drauf halt. Ja, da musst du mal erzählen hier. Die hatten sich nicht bewegt. Da hat sich halt der Blastmaster nach oben bewegt, also das ist schon wichtig. Genau, er ist vorgerückt. Er hat sich einfach nur runter bewegt. Der ist da hoch und am Ende der Bewegungsphase kamen die Thermis rein, die Oblis hier. Jawohl, warte ganz kurz, ich überlege mal gerade noch was. Er rückt auch vor. Kann man jetzt live, 4, hervorragend. Messe ich gleich aus. Genau, und dann er ist auch nach vorne. Bewegt, genau, und Thermis und Obliterator sind gekommen. Da hinten in der Ecke hat sich dann der eine überlebende Champion noch bewegt. Der hält jetzt, wenn du damit einverstanden bist, die 2, ansonsten würde ich ihn noch hoch bewegen. Er hat noch 3 Zoll über von der Bewegung, also er wird es noch hoch schaffen. Wenn du sicher gehen willst, stellen einfach oben drauf. Lass ihn ruhig stehen. Okay. Also eigentlich müsste er oben stehen. Dann stehen ich. Drauf. Wenn aber drauf also 3 Zoll muss er ja weg sein, ne? Innerhalb ja, von 3 Zoll. Ja, ist richtig. So, also, gut, dann hat er es jetzt. Wir haben es zumindest jetzt immer so gespielt. Das wär, ja, nee, auch wenn es mir fürs Spiel leid tut, aber. Nö, ist alles richtig. Mal gucken. Gut, dann Psi-Phase muss ich jetzt nochmal Messungen machen und genau, hier noch dann, bewegen, die 4 Zoll. Dann geht's gleich los. Psi-Phase, Smite und Death Hex geht alles auf den Valiant. Ach, ja, genau. Als erstes den Smite. Der kommt durch. Ja. W3. Ja. Einer, klar. Und Death Hex, das ist das Wichtige. Jawohl! Kein Retter mehr? Ja. Schön. Das war's mit der Psi-Phase. Yes. Obliterator. Schussphase. Obliterator. Da müssen wir jetzt erstmal das Profil auswürfeln. Die haben Stärke 6 plus W3. Nur Stärke 7, schade, hätte ich mir lieber besser gewünscht. AP minus 2, das ist in Ordnung. Und kommt schon, Schaden. Auch nur ein. Kacke. Das ist nicht gut. Oh oh. Tja, dafür braucht man eigentlich noch Command Points, aber das haben wir verdattelt. Gut, dann sind das 12 Schuss. Auf die 3, einzeln wiederholen, weil der Lord da steht. Den nehmen wir raus. Wiederholen. Ja, klar. So, dann bei Stärke 7 leider nur auf 5 und 6. Das sind nur 3 Stück. Das, tja, so viel dazu. Der bleibt da stehen heute. Minus 2 oder minus 1? Minus 2 nur. 5er? Dann geht 2 Stück, 2 Schaden dann. Ist er runter auf 19? Da sieht man bei den Obliteratoren, wie wichtig das ist, dass man noch irgendwas zum Rerollen hat, weil wenn die 3 Schaden haben, sieht das ganz anders aus, ne? Ja, das stimmt, ja. Oder mehr AP oder Stärke 9 sind. Tja. Thermis? Dann die Thermis, genau. Da können wir, die machen, sind alle überladen. Die können ja alle auch wiederholen wegen ihm. Ja. Und auch da rein, das muss ich halt eh einzeln machen. Einer trifft. Ach komm, Puff. Gut. So. Das muss das heute ist sein, doch gar oder? Nicht wahr, Mensch. Das muss heute so sein. Oh Gott. Wie viele haben jetzt? 3 haben geschossen, ne? 2 sind schon explodiert. Jawohl. Und einer noch. Okay. Toll. Schön. Freut mich.
Auf die 5? Nee, auf die 4, Stärke 8. Okay. Also 3 Stück. Mit minus 3? Nee, ja, minus 3 und 2 Schaden jeweils. 6er. Das ist einer gehalten. 6 Schaden. Nee, 2. Ach, 2? Die 6 okay. Hält doch. Was? Die 6 stimmt, hält ja, doch. Richtig. Aber 2 Schaden nur. Hm? 15. 15, gut. Na dann. Schussphase, geht jetzt eigentlich alles auf Valiant, hat Nino gerade gesagt. Ja. Doom Siren und Blastmaster. Blastmaster 3 Stück. Auf die 3, einsen wiederholen, braucht er nicht. Stärke 4 auf die 6. Einer minus nix. Steht. Okay. Doom Siren, W6 Schuss, Treffer. Natürlich, also jetzt machen wir es aber halt so richtig stark. Bei Stärke 5 sollte ich sogar auf die minus 2. Wie viel Schaden? 1. 14. Hat er? Ein Dreierrüster nur? Ja. Ah, okay. Ja, wenn ich das. Schieß ruhig weiter, ich suche hier das Ding. Gut, die Jungs hier drüben. Auch hier ist der, wo den Blastmaster habe ich da gar nicht abgemessen. Muss ich mal erstmal die Sonic Blaster 6 Schuss auf die 3 einzeln wiederholen. Den Wurf jetzt bitte nochmal. Also eigentlich mehr Sechsen noch. Nö, keiner. Der Bolt, die 2 Bolter in Rapid Fire. Einsen wiederholen. Nö. Wie viele Einsen habe ich jetzt rerollt wieder zu einer 1 gehabt? Das war die dritte mindestens. Ne? Wie gesagt, geht so. Die Hände weiter. Oh, gucke mal. Stark. So, dann würde ich jetzt mal gucken, ob die Doom Siren in Reichweite ist. 8 Zoll, ja. Na, endlich mal was. Das sind Auto-Hits. Verwunden auf 5 und 6 bei Stärke 5. Ah ja, gut. Das war nicht so gut. Nö. Gut. Dann ja, die Jungs hier drüben, das sind noch 3 Blastmaster, 3 Sonic Blaster, Entschuldigung. Da ist auch nichts da, was sich irgendwie was wiederholen lässt. Nicht, dass ich da heute irgendwas draus, oder dass ich jetzt in diesen paar Runden irgendwas draus machen würde. 2 Sechsen. Minus? Nichts. Minus nichts. Noch einer runter, 13. Jawohl. Aha. Und der Blastmaster, W3 Schuss. Einer. Klar. Auf die 4, eins wiederholen. Natürlich mache ich eine 3. Dass sich das Bewegen richtig ausgezahlt hat. Ja, cool. Da ist ja richtig was gestorben in der Runde. Das ist echt mies. Das war gerade die schlechteste Würfel-Kombo, die ich seit langem gesehen habe. Ja, wenn es nötig ist, dann macht man es halt schlecht. Ne? Willst du chargen? Ja klar, vor allem da rein am besten. Jetzt ein bisschen Selbstmord begehen, das wär's doch noch, oder? nee, ich glaube, das Chargen überlasse ich dann doch dir. Okay, dann guck mal, was du gemacht hast. Moral? Nö. Nee, doch, ja, tatsächlich. Pass mal auf, da kommen jetzt die 6, das war noch, ja. Nee, das ist wieder eine 1. Das ist der Einer-Trupp hier. Das ist der Einer-Trupp, ne? Hier hast du drauf. Aber stimmt, immerhin war es jetzt noch hilfreich. Das stimmt. Secure 5, nein. Claimant is Boil, nein. Defend 2. Bist du dabei? Ich fang an. Okay, ja. Möchtest du was abwerfen? Ja, Claimant is Boil. Wundert mich nicht. Dann kommen wir in die nächste Runde. Königsmord. Mhm. Großwildjagd. Kann ich das erreichen? Nee. Geht nicht. Luftraum sichern. Kann ich nicht erreichen. Doch, klar kannst du. Entschuldigung. Wen denn? Hier. Mein Sorcerer mit Jump Pack. Ach so, dann nehme ich die. Dann muss war ja das quasi die nächste. Du hältst W3 plus 3 Siegpunkte, wenn du am Ende zu jedem Missionszielmarker auf dem Schlachtfeld. Genau. Alles klar. Okay, los geht's. Die Bewegungsphase der Imperial Knights Atmec ist vorbei. Der Valiant ist nach vorne gegangen, hier so ein Stück. Ansonsten ist hier alles advanced, teilweise mit 11 Zoll an Rangern und Vanguards, inklusive Tech Priest Dominos. Die Destroyer sind ganz normal ihre 6 Zoll nach vorne, genauso wie der Crusader seine 10 Zoll. Und dann kamen am Ende der Bewegungsphase noch die Infiltrator rein, hier 9 Zoll von dem da weg. Und ja. Dann schauen wir mal, dann kommen wir in die Zielphase, die wir gleich wieder überspringen und dann wird geschossen.
Wir fangen mit dem Valiant an. Die Configuration Cannon geht hinten in die Obliterator. Die Shieldbreaker Missile geht auch in die Typen da hinten rein. Die Harpune geht in die Thermis. Die Twin Melter Gun, da geht, die gehen, gehen beide hier rein, oder? Ja, gehen beide da rein. Dann geht die Siegebreaker Cannons, geht eine noch in die Obliterator und eine in die Thermis. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, aber wir gucken mal. 3W6 sind, oh mein Gott, geht so, ne? Eigentlich interessant ist, dass wenn die jetzt sterben, weißt du noch, was du dann alles aufgegeben hast? Ja. Stärke 7. Widerstand 4, also auf die 3. Dann haben wir 6 Stück mit minus 2. 6 Stück mit minus 2, dann ist das sogar auf die 4, weil okay, wir 2 Rüstung haben. 6 Stück, doch ja. 2 Stück. Immer flat 2 Schaden. Ah ne, hier, guck mal, 3. Immer flat 2 Schaden. Das heißt, es stirbt also ein, der 3. Dann hat er jetzt noch 2. Einer, ein Schaden geht weg. Damit sind 2 weg und einer hat noch eine Wunde. Okay, alles klar. Shieldbreaker Missile in die Obliterator. Ach, dieses Drecksding. Okay. Das auch in die Thermis gesagt, aber spielt halt keine Echt? Rolle. Ja. Ich weiß es auch nicht. Harpune war auf jeden Fall in die Thermis. Ach, die, ja, richtig. Ich verwechsel die Harpune mit den... Ja. Die wiederhole ich jetzt. Ups. Einfach, weil ich es kann. Okay. Stärke 6. So, jetzt Stärke... Stärke 6. Trifft auf die 3. Weil wir haben immer noch hier mit 26 Lebenspunkten im ersten Profil. Also, falls ihr euch wundert, Hawkshot verdoppelt immer. Cool, wa? Stärke 16. Oh, ja, reicht. Ja. Reicht. Dann hast du... Ein 5er hinholen. Ein 6er, aber das Problem ist... Nee, kriegst du überhaupt... Ja, minus 6, 10 Schaden. Ja. Ja, trotzdem jetzt 5er hinholen. Nö, stirbt wieder einer. Genau. Dann geht es weiter mit den Twin Melter Guns. Da ging ja eine vorne in den Typen. Mhm. Und eine hinten in die Thermis. Ich glaube, so war das. Die grünen Würfel sind vorne der Kerle und die roten Würfel sind die Thermis hinten. Das gefällt mir. Siegebreaker Cannon. Da ging, wie war denn das? Irgendwas da rein und irgendwas... Also nee, da ging gar nichts rein. Eine ging noch in die Obliterator. Da ging noch einer rein, ne? Achso, oder? Ja, eine Siegebreaker Cannon da rein und einmal also, in die Obliterator. Ich hab keine Ahnung. Also da 2D3. Und mit Stärke 7 auf die 3 leider nur. Also einer. Minus 1. Ja, das reicht. Okay. Die nächste. Aber er stirbt ja, dann darf er nochmal schießen. Die nächste, 2D3. Die war jetzt in den Trupp hier oben? Oder? Nee, da geht gar nichts rein. So. Die gingen noch in die Thermis. Oder in die Thermis, noch, ja. Oder in die Obliterator. Sag's vorher dann. Ich habe ja gesagt, wir kommen durcheinander. Yep. Die ging noch in die Obliterator, glaube ich. Ja. Und wieder auf die 3. 2x minus 1. Natürlich. Oh, komm schon, ey. Die 3. Nee, aber egal. Autotot. Ja. Der Crusader schießt und ja, wegen dem leicht unvorteilhaften Stellungs... Ja, wenn man nicht gut spielt, dann spielt man auch richtig nicht gut. Okay, auf jeden Fall kann ich hier einen Charakter hitten. Da geht die Avenger Gatling Cannon da rein, da geht der Heavy Stubber da rein, in ihn hier. Die... Sag doch den Rest dann an, mach jetzt einfach erstmal, ist doch... Die Rapid Fire Battle Cannon geht in den Trupp. Mhm. Der Storm Spear Rocket Pod geht in den Obliterator. So, dann haben wir... 12 Schuss Rapid Fire Avenger Gatling Cannon auf die 3 und mit Stärke 6 wahrscheinlich wieder auf die 3. Nee, was denn? Auf was hast du geschossen? Auf den da. Ja, dann auf die 3, ja. Genau, dann haben wir 8 Stück, also den habe ich gedreht hier gerade. 8 Stück mit minus 2. Also mit minus 1, weil Entdeckung steht da ja immerhin.
Also auf die 4. Das reicht aber, dass er stirbt. Ne? Ich ja, sag ja, wenn es läuft, dann richtig. Okay, ja, das sind halt immer Flat 2. Ach so, dann geht der Heavy Stubber ins Leere. Meltagun kann sowieso nicht schießen, genauso wie der Flamer. Rapid Fire Battle Cannon in den Drop da hinten. 2d6. Treffen wir auf die 3. Stärke 7 müsste das, glaube ich, sein. Ja, nee, Stärke 8 sogar. Upsala. War vorhin aber auch Stärke 8, alles gut. Ja, viermal mit minus 2. Also mit minus 1, 2 Deckung. Reicht trotzdem, dass 2 sterben. Das ist sensationell. Haben die einen Zweier? Ja, weil sie hier draufstehen jetzt. Ne? Deckung. Minus 2, Zweier? Ich dachte, die haben einen Dreier eigentlich. Die haben eigentlich einen Dreier. Ja. Und minus 2? Hast du schon die Deckung abgezogen oder wie? Nein, nein, nein. Sie stehen ja komplett in Deckung. Dreier? Minus 1, also plus, also der wird um 1 besser, weil sie da stehen. Genau. Minus 2 ist dann auf 4, oder? Genau, dann wäre nämlich der nämlich auch noch durch da mit der 3, weil du gesagt hast 1. Ja, nee. Dann wären nämlich 2 durch. Ja, das ist vollkommen richtig. Da habe ich einfach dann gepennt, das war nicht böse gemeint. Stormspear Rocket Pod. Stärke 8. Auf die Obliterator, die haben wahrscheinlich Toughness 5. Leider oder? Nein. Echt? Okay. Ja, ja dann minus 3, minus 2. 4. Jawoll. Okay. Dann schießt noch was, ja. Ne? Wir gucken mal, ob die da was in Reichweite haben. Also hier kann ja jetzt nichts mehr schießen. Die Jungs haben jetzt mit 36 oder 30 Zoll auch nichts in Reichweite, beziehungsweise sehen da nichts. Dann bleiben jetzt nur noch die Infiltrator. Und die werden natürlich alles auf ihn hier schießen. Mit ihren Pistölchen. Jeweils 5 Schuss auf die 3. Stärke 3 auf die 5. 7 Stück auf mit DS0. Auf die 2, weil er in Deckung steht. Eine 1 ist er tot. 2 1. Alter, Nino. Ja. Aber der darf immerhin nochmal schießen, weil er ein neues Marine ist. Okay, dann schießt doch nochmal. Reicht nicht, also in die, er überlädt jetzt natürlich. Jawohl. Jawohl, minus 3, 2 Schaden. Die haben 5er, 6er in Wohl. Nein, dann ist einer tot, weil die auch immer 2 Leben haben. Immerhin, dann können wir hier gleich weiterschießen. Ne? Ja. Er, man darf nur mit einer Waffe schießen, er nimmt natürlich dann die Doom Siren, weil die automatisch trifft. Ja. Und zwar W6. Mhm. Verwundet immerhin. Minus 2, 1 Schaden. Deshex ist immer noch aktiv. Nein. 1 Schaden. Runter auf 12. Haha. Gucken wir dann. Ich werde den jetzt ja so massiv noch beschädigen hier oben mit. Auch hier einmal eine Doom Siren, die automatisch trifft. Ein Sonic Blaster und einmal der Blastmaster. Erstmal Sonic Blaster. Auf die 6. Nö. Doom Siren. 4 Autotreffer. Verwundet einmal mit Stärke 5. Das steht. Das steht aber. Und der Blastmaster W3. Naja. Auf die 4. Einmal minus 2. Nein. W3 Schaden. 2 Stück noch runter. Hat er noch 10. Also quasi 20 fürs Profil. Okay. Ja. Dann hat alles geschossen, was gestorben ist. Dann geht es jetzt nur noch um Moral. Wenn du jetzt. Achso, nee, Nahkampf und sowas kommt ja sicherlich noch. Ja, ich werde auf jeden Fall einen Charge ansagen. Ich weiß, da gucken wir mal ganz kurz. Der Valiant chargt jetzt ihn, die Thermis und den Obliterator. Genau, erstmal er, eine Krackgranate. Oh, guck an. Auf 5 und 6. Oh, ich glaube, die hat minus 1 oder sowas. Müssten wir gucken jetzt. Dann, ja, die hat, glaube ich, minus 1. Dann ist er safe. Okay. Und dann die Terminatoren. Die überladen beide, weil jetzt ist es mir auch egal, wenn ich bin. Okay, 2, 3 noch.
Und einer kommt durch. Minus 3. Nein. 2 Schaden, noch 8. 16 fürs Profil. Okay, und Obliterator. Stärke 6 plus 3. Hm. AP minus 3. Und Schaden 1. Schade. Na gut, ich meine, er muss ja jetzt trotzdem noch treffen, ne? Also 4 Stück. Nichts. Da haben wir nichts. Das ist der. Okay, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir brauchen auf jeden Fall eine 8, um da hinten hinzukommen. Jawohl. Jo, auf den Punkt. Da ist er. Super, ich stelle sie, ihn. Also, Valiant, 2 Attacken gehen in die Thermis und 2 Attacken in die Obliterator. Grün sind Thermis, rot ist Obliterator. Auf die 4. Hast du gut gemacht. Schön durchschnittlich. Mit Stärke, beiden, auch mit den Farben. Stärke 8. Bei beiden auch die 2. Grün ist Thermis und rot Obliterator mit minus 2. Ja, also einfach der 5er hinten, ne, minus 2. Minus 2. Bei beiden auf 4. Also kann ich dann auch, nee, kann ich nicht zusammenwerfen. Nee, auf die Terminator. Ja. Da kommen 2 durch. D3. Einer tot. D3. Einer tot. Okay. Und Obliterator. Ja, klasse. Ja, der ist ja wahrscheinlich autotot. Ja. Gut. Okay. Das war's. Tatsächlich war's das auch. Ja. Da würde ich dann direkt hier an der Stelle das Ganze auch beenden. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas machen kann. Ja, das ist verständlich. Ich habe nicht mal Defend Objective 2 geschafft, weil er da oben gestorben ist. Ja, kleinen Moment. Ja, wir gehen noch mal ganz kurz übers Board. Nino hat ja jetzt aufgegeben, was auch verständlich ist, weil die Reihen lichten sich und du hast eigentlich im Prinzip nur noch 2 Charaktere, inklusive deinem König da hinten, der aber auch jetzt gleich Opfer dieser Flut wird, die da von hinten ankommt. Mhm. Ja, das war jetzt ziemlich eindeutig zum Teil. Ja. Deinem absolut beschissenen Würfelwürfen geschuldet. Ja, wobei das erst am Ende angefangen hat. Ne? Also man muss ja sagen, dass ich habe nicht so viel Anti-Tank dabei. Genau, und das machen wir gleich im Postgame. Ja. Direkt in Ruhe. Auf jeden Fall so, dass ihr das nochmal, das Board in Ruhe so ein bisschen sehen könnt. Also übersichtlich. Es ist eindeutig jetzt und dann kommen wir zu einem kleinen Postgame. Postgame. Lieber Nino, es tut mir leid. Ja, ich fühle mich misshandelt. Ach, misshandelt, ja, wenn man so eine Harpune im Arsch tut, halt weh. Ne? Ja, aber wobei eigentlich stehen die Jungs auf sowas. Ne? Stimmt, die stehen echt auf sowas, stimmt. Ja. Ja, kleines Postgame. Zu den Armeen. Ich wollte ja eigentlich eine andere Liste spielen heute. Das wäre auch nicht weniger, hätte glaube ich auch nicht weniger wehgetan. Es wären viel weniger Modelle gewesen. Es ist dem geschuldet, dass ich natürlich das nicht fertig gemacht habe. Aber ich habe halt auch nicht einmal auf irgendwas anderes als einen Knight geschossen. Mhm. Also doch einmal, der letzte, der gestorben ist, hat auf die Infiltrator geschossen. Das war's. Ansonsten habe ich nur auf Knights geschossen. Und ich habe tatsächlich, halt, wie ich eben gerade schon mal kurz gesagt habe, ich habe zu wenig Anti-Tank da drin noch. Absolut, ist einfach so ein... Klar, die Obliterator, hätte ich da anders gewürfelt, hätte das nochmal anders ausgesehen, dann hätten wir den Valiant vielleicht noch niedergemacht. Oder zumindest mal degraden lassen irgendwie. Und die Blastmaster mit den Bikes, wenn du da mit dem Meltdown ein bisschen besser getroffen hättest, hättest du durchaus den Crusader noch mal ein bisschen zerschießen können. Aber das Problem ist, Hawkshroud ist durch dieses Verdoppeln, das ist halt auch echt mies. Ne? Ja. Ich meine, guck mal, ich muss ab, ich glaube, ab beim Valiant, ab Lebenspunkte 15, muss ich erst ins nächste Profil. Ja, das ist stark. Also, aber man muss ja sagen, ist zu Recht, ne? Das ist diese Häuser. Ist halt cool, dass es sowas gibt, muss man schlicht und ergreifend sagen. Dafür ist auch der Codex da. Gut, man muss halt dazu dann immer sagen, das Battalion dann dazu brauchst Command du. Command Points, ne? Damit du Command Points hast, weil sonst sieht das auch noch mal ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht, dass ich glaube tatsächlich nicht mal, dass es riesig an dem Spiel was geändert hätte, wenn du jetzt dein Admech Battalion ausgetauscht hättest durch noch einen Knight oder sowas. Bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel anders ausgegangen wäre. Weil die haben ja, ich sag mal, die Command-Points waren es nicht bei dir. Nee, die Admech haben ja auch tatsächlich nicht viel gemacht. Nee, also es war jetzt im Prinzip nur dazu da, um Command-Points zu regenerieren
Und die Command Points habe ich jetzt auch nicht so eingesetzt, dass es da wirklich spielentscheidend war. Nee. Also ich habe die teilweise halt auch verbraten, sinnlos. Hm. Was heißt sinnlos? Ich wollte halt mit der Rakete treffen oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Also es ist halt für Knights oder so muss halt noch irgendwie ein paar Westcannons drauf. Es muss ja, da braucht Stärke 9. Genau. Also mit einem oder so kommt man vielleicht noch klar mit der Liste, die ich gerade habe. Absolut, absolut. Ja. Ich habe ja auch den einen da im Nahkampf wenigstens mal hingekriegt. Obwohl sicherlich auch ein bisschen glücklich. Aber gut, der Kleine ist ja natürlich auch naja, richtig, na klar. Vergleichbar. Aber ansonsten einen großen, damit kommt man vielleicht noch klar mit meiner Liste. Ansonsten braucht man da, was weiß ich, Predator, irgendwie sowas. Ja, dann zerrockst du die auch, ne? Ich sag mal so in Verbindung mit dem Defex. Wenn das durchgeht und du dann mit Stärke 9 um die Ecke kommst und dann D6 Schaden machst, dann war es das natürlich auch ganz schnell. So, ich kann natürlich, ja, ich kann natürlich meine Ionenschilder dann drehen. Auf der anderen Seite, wenn du keinen Defex dran kriegst, durch das Warlord Trade, durch den Warlord Trade 4er Retter, würde ich dann 3er Retter kriegen, das ist auch schon gut. Aber ja, nichtsdestotrotz, die Liste war, glaube ich, jetzt eine Nummer zu hart für die Jungs. Ja, aber das ist halt vorher schwer einzuschätzen. Ne? Wenn ich bei mit den Blastmastern jedes Mal durchkomme, jedes einfach Glück habe und immer 3 Schuss für die 3 und dann haue ich die halt durch. Da hattest du auf jeden Fall kein Glück. Nee. Also da hattest du, das war echt krass in der letzten Runde eben. Ups, ja, aber das ist halt so, mal hat man Glück, mal hat man Pech. Ich glaube halt, wie gesagt, man kann es nicht wirklich so extrem aufs Glück schieben. War jetzt nur in der letzten Runde wirklich, dass ich Pech hatte. Ansonsten hatte ich halt nur kein Glück. Und ja, das stimmt. Ist halt so. Ja, ist wie es ist. Ansonsten die Liste Admec Knights schon lange nicht mehr gespielt. Die gefallen mir auch einfach echt gut. Ich meine, Admec auch stark. Sind so meine Lieblingsarmee irgendwie, auch wenn es meine erste war. Aber irgendwie mag ich die zwei gerne, auch wenn sie heute nichts gemacht haben. Aber das Thema hatten wir eben. Ja. Dann soll es das gewesen sein. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst. Ja, mich auch. Wir sehen uns eh bald wieder, gehe ich von aus, im neuen Jahr. Auf jeden Fall. Und ja, war ein schönes Spiel. Jawohl. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, uns mal herauszufordern, alles unter dem Aspekt Zeit, schreibt uns einfach unter der E-Mail-Adresse, die unten in der Beschreibung steht, wie ich das am Anfang des Videos auch schon mal gesagt habe. Wir treten in E-Mail-Kontakt mit euch und dann werden wir zusammen versuchen, da einen Termin zu finden, weil wir halt auch kein Buchungssystem haben und uns dann natürlich auch so ein bisschen den Spielraum lassen wollen, das an unsere, ich sag mal, Arbeitszeiten, an unsere Anwesenheit hier im Laden dann irgendwie anzupassen. Nichtsdestotrotz werden wir einen Termin finden, wenn ihr da Bock drauf habt, und es ist kein Problem, ob ihr 40k spielen wollt, AOS spielen wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ihr habt irgendeine Person, gegen die ihr ganz gerne mal am liebsten spielen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch äußern. Wir können 2 gegen 2 machen in jedem System, das ist überhaupt kein Problem. Meldet euch einfach, wenn ihr Interesse daran habt, dann werden wir gemeinsam einen Termin finden. Und dann hoffen wir natürlich erstmal, dass ihr jetzt an dem Battle Report auch so ein bisschen Spaß hattet. Ich hatte es. Ja, ich auch. Klar, ist immer mal ein bisschen Frustration dann zwischendurch drin, aber das überwiegt ja nicht. Genau. Dann, liebe Freunde, einen schönen Tag noch, einen schönen Abend, und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auf dem Kanal. Macht's gut!